Ust Paula ist ein Lehrwerk vom Klett Sprachenverlag und ist für die Primarstufe gedacht. Es gibt Lehrwerke, die sind mehr so für die erste Klasse gedacht, für die zweite, für die dritte. Ust Paula kann sehr gut in der dritten Klasse eingesetzt werden, aber genauso gut auch in der fünften und sechsten Klasse, denn charakteristisch ist, dass Ust Paula für eine sanfte Einführung in die deutsche Sprache gedacht ist, wo die Progression etwas langsamer mit vielen Pausen geschieht und wo in erster Linie die Sensibilisierung mit Spaß an der Sprache angeboten werden soll. Was kann Paula? Paula kann Betonungsübungen, Statistik machen, cool sein, Videos ansehen und machen und vor allem singen und sich viel bewegen. Das sind die Grundkonzepte von Wo ist Paula? Was das Buch ausmacht, ist vor allem das Hören und Sprechen, die Kombination dieser beiden Fertigkeiten, eine mehrseitige Lektüre, die in jedem von den vier Bänden enthalten ist, Videoarbeit, fächerübergreifende Aktivitäten, zum Beispiel CLIL oder im Sachfachunterricht können Arbeitsblätter verwendet werden, die Mehrsprachigkeit, die nach dem neuen Begleitband des Referenzrahmens eine größere Bedeutung bekommen hat. Und auch das ist eben in Paula sehr stark thematisiert. Meine Stärken führen sehr subtil zu Prüfungsformaten, denn auch hier soll ein bisschen im Hinblick auf die Sekundarstufe schon ein bisschen trainiert werden. Das Inhaltsverzeichnis ist sehr übersichtlich. Ich habe auf der einen Seite die Kannbeschreibung, das heißt das, was der Referenzrahmen oder das europäische Sprachenportfolio in den Primarbereich platziert, dazu den entsprechenden Wortschatz, die Grammatik und ein bisschen eine Schatztruhe, wo man auch schon Landeskunde lernen kann. Die Lernziele sind klar. In dem Fall erfahren die Kinderschüler auch, dass sie hier ihre Schulsachen nennen können, dass sie Sachen in einem Klassenzimmer benennen können, dass sie Personen beschreiben können. Das können sie als Lehrkraft zusammen mit ihnen besprechen, sodass sie wissen, was in diesem Fall die Lerninhalte sein werden. Hier geht es auch gleich los. Hier stellt sich die Paula vor, die durch dieses Lehrwerk begleitet. In dem Fall geht es auch schon los. Wir haben viele, viele kommunikative Situationen, in denen die Schüler und Kinder lernen, mit der Sprache umzugehen und sich auch immer wieder in dem Kontext sprachlich ausdrücken zu können. Hier gibt es aber auch immer eine Rubrik mit Mein Deutsch. Hier ist der Lernende im Vordergrund und muss die Sprache verwenden und kann hier auch gleich schon einen Steckbrief zu sich selber ausfüllen. Es wird viel mit Medien umgegangen. Hier sollen sie zusammen ein Lied singen, es aufnehmen mit dem Handy und dazu möchte ich auch gleich ein kleines Beispiel zeigen. Guten Morgen. Guten Tag, ich heiße Tom. Wir sind die Klasse 4b. Wie heißt du? Ich heiße Eva. Und ich bin der Direktor. Oh, der Direktor. Gut, Herr Direktor. Also, wie heißen Sie bitte? Ich heiße Meier. Ernst Meier. Und ich bin die Deutschlehrerin. Ich heiße Petra Pfeiffer. Und ich bin der Mathelehrer. Ich heiße auch Pfeiffer, Manfred Pfeiffer. Guten Morgen, guten Morgen. Ja, das ist ein kleines Beispiel, wie man in der Klasse mit Medien umgehen kann, dass man zusammen Situationen spielen kann, zusammen singen kann und genau das sollen diese Videos zeigen. Diese Videos können auch mit Klett Augmented, einer kostenfreien Applikation des Ernst-Klett-Sprachenverlags, angesehen werden zu Hause mit den Eltern zusammen und dann können die Lieder auch nachgesungen werden. Sie sind integriert in das Lehrwerk, in die Progression. Hier kann man auf die Leute zeigen, zeigt die Personen und es gibt auch weitere Situationen, die man als Vorlage nehmen kann, um zum Beispiel eine Einkaufsszene zu simulieren. Hier zeige ich noch ein kleines
Zweites Beispiel. Guten Morgen, Herr Müller. Guten Morgen, Anna. Also, ich möchte Schokolade, Käse, Tee, Orangensaft und Zahnpasta. Moment, nochmal bitte, aber langsam. Ich möchte Schokolade, Käse, Tee, Orangensaft und Zahnpasta. Schokolade? Nein, tut mir leid. Käse? Ja. Hier, bitte. Tee? Nein, schade, tut mir leid. Orangensaft? Ja, kein Problem. Zahnpasta? Ja, hier, bitte. So, wir sehen an diesem Beispiel, dass man nicht unbedingt alle Lebensmittel mit in die Klasse schleppen müsste, sondern es reicht, dass man kleine Attrappen bastelt und dann kann es eigentlich auch schon losgehen mit den Rollenspielen. Hier gibt es die sprachlichen Mittel dazu, die die Kinder vorher lernen müssen, damit dieses Rollenspiel dann auch Spaß machen kann. Es gibt viele kooperative Übungen, hier gibt es Partnerdiktate. Alles ist so gedacht, dass die Lernenden viel miteinander machen und selber auch im Vordergrund stehen. Die Mehrsprachigkeit ist ebenfalls ein Thema. Hier gibt es ein Nachdenken über Sprache, das ist also eine erste Sprachaufmerksamkeit. Wie sagt man Entschuldigung in ihrer Sprache zum Beispiel? Auch das hängt sehr stark mit dem Begleitband zusammen, wo eine Höflichkeit oder ein angemessenes Ausdrücken in der Fremdsprache von enormer Wichtigkeit ist. Hier kann ich aber auch Sprachen und Zahlen in dem Fall verbinden und ich kann über andere Sprachen oder meine Muttersprachen sprechen. Hier gibt es ein weiteres Nachdenken über Sprache. Hier gibt es verschiedene Begriffe, Wortschatz, Optionen und hier kann man die Hauptbegriffe finden, zu welchem Thema gehören diese Wörter. Es gibt weitere Übungen, wie ich meine Wörter üben kann. Hier geht es um einen kleinen Rap, darum, dass wir die Infinitive in dem Fall oder die Wir-Form gemeinsam mit einem Verb lernen und dazu ein kleines Rap vor uns hinsprechen. Und wir können dabei auch die Verben jeweils ersetzen. Meine Wörter 4. Übung 2a. Wir schreiben Zahlen und wir malen ein Haus. Wir hören Musik und wir gehen gern raus. Wir sprechen Französisch und Deutsch jeden Tag. Wir füttern den Hamster, weil er das sehr mag. Wir spielen mit Bello und wir streicheln die Kuh. Wir machen das Buch auf und wir machen es zu. Hier muss keiner singen können, hier muss einfach mit Rhythmus nachgesprochen werden und das hilft einfach bei der Memorisierung der neuen Wörter und macht auch Spaß, weil es eine Klassenaktivität ist. Wir haben noch mehr Aufgaben zu hören und sprechen zu einer Kombination. Das Spiel zum Beispiel ist sehr nett. Ich kann einfach die ersten drei Zahlen nennen, zum Beispiel 1, 7, 12 und die anderen müssen einfach suchen, wie es weitergeht. In dem Fall wäre das 3, 4, 9. Das heißt, ich nenne die nächsten drei Zahlen und dann darf der Nächste weiterraten. 12, 3, 10. Und der Erste, der weiß, wie diese Folge weitergeht, nämlich 6, 8, 12, kann dann wiederum weiterspielen. Das ist auf der einen Seite Sprachaufmerksamkeit, Schnelligkeit und Konzentration. Und hier ist auch schon die Lektüre. Die Lektüre kann im ersten Band natürlich nicht ganz so viele Vokabeln enthalten. Insofern geht es hier um den Supermarkt. Vorher ist ja schon eingeführt worden in dem Video, dass es um die Supermarktsachen geht. Das alles, was ich einkaufen kann. Und diese werden wieder aufgegriffen in der Lektüre. Hier erklärt der Supermarktbesitzer, was er alles in seinem Supermarkt hat. Er hat da eben auch Klopapier, Zahnpasta und so weiter und so fort. Und er sieht aber, als er morgens hineingeht, oh, hier ist eingebrochen worden. Aber es ist alles da, das Geld ist da, das Obst ist da, Joghurt, Milch, Butter, aber die Schokolade fehlt. Und er guckt auf die Videoaufnahmen und sieht, dass dort ein Einbrecher sich an der Schokolade hergemacht hat.
Und dann gibt es noch die Freundin Frau König. Sie ist Zoowärterin. Sie erklärt, was es alles in ihrem Zoo gibt, welche Tiere, aus welchen Ländern sie kommen. Und morgens geht sie in den Zoo und begrüßt alle, Schnappi, Hippel, Hoppel, aber es fehlt jemand. Und jetzt kann man sich natürlich an drei Fingern abzählen, wie die Geschichte wohl weitergeht und was da passieren wird. Neben der Lektüre soll es auch Landeskunde geben. Hier werden verschiedene Feste und Rituale in jedem der einzelnen Wurst-Paula-Bände gezeigt und dokumentiert. Hier kann man eben auch schon ein bisschen Sprachvergleich machen. Und es gibt im Arbeitsbuch dazu entsprechend eine Bastelvorlage, dass man immer so ein kleines Projekt dazu verbinden kann. Es gibt auch Zungenbrecher und Reim in der Schatztruhe und es gibt auch ein bisschen Landeskunde. Hier in dem Fall die drei Autokennzeichen der deutschsprachigen Länder. Es gibt aber auch ein bisschen Landeskunde im Sinne von die ersten kleinen Texte zu lesen, wo man halt Zahlen identifizieren muss. Meine Stärken sieht man, dass es so ein bisschen darauf hinausläuft, dass man diese Prüfungsformate zumindest schon mal einmal gesehen hat. Hier geht es um Hören und hier geht es um Lesen, das auch schon in Paula 3 und 4 thematisiert wird. Es gibt eben aber auch ein paar verschiedene Kopiervorlagen, die man in anderen Fächern benutzen kann, zum Beispiel in Geografie oder in Kunst. Dazu kann ich Ihnen wärmstens empfehlen, auf unserer Webseite gibt es jede Menge Online-Material und Downloads. Hier gibt es zum Beispiel kleine Kapiteltests, die sehr beliebt sind. Es gibt einen Hinweis zu Kletter Augmented, damit sich die Schüler zu Hause mit ihren Eltern zum Beispiel die Videos und die Audios nochmal ansehen und anhören können. Und es gibt auch in dem Fall ein Kahoot, wo man eben mit schon korrigierten Kahoots weiterspielen kann und die ein oder anderen Thematiken aus den Kapiteln nacharbeiten kann. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.